Boah, wenn ich T drücke, dann kann, dann zum Glück koppelt er nicht ab. T geht nicht, ja. Also im Fahren auf keinen Fall. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Okidoki, und da fährt der Audi A3 nicht. Mit Full Speed. Immerhin hält er sich auf 90, weil mit diesem schweren Diesel da, so, oh, schwer, ja, das transportiert auch Diesel, der Mercedes, wie ihr seht, und wow, das ist schwer, ey, das zieht dich total auf die Seite. Das ist total schwer mit dem Diesel. Oh, zwei Luftscheiße Ballons. Na? Nichts hört in meine Hupe jetzt. Ah, der Penner ist schon wieder müde, der Kartoffelsalat. Thorsten. Joi, 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 joi. Bäh. Zum Glück keinen Schaden. Weil ich will diese Fracht mal ohne Schaden anbringen. Zwar mit Überholmanöver, aber... Und mit schnellem Fahren, aber ich versuche sie... die Fracht ohne Schaden wegzubekommen. Jo. Schon wieder ein Ford. Und nochmal ein Golf. Gibt's denn hier keine Porsches? Skoda. Bam, 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 bam. Joi, joi, joi. Oh, da hat gerade ein Abgas gelassen. Furz, ey. Ich wusste nicht, dass Trucks auch furzen können. Ich glaube, wir fahren ein bisschen zu schnell mit so einem Anhänger. Oh, was zum Pennen. Cool. Ah, scheiße, da war die Tankstelle. Ich wollte eigentlich Aufnahmepause machen, aber egal. Nach der Fracht werde ich ab jeder Fracht ein Dings leer lassen, ne? Also auslassen. Wisst schon, Dingsbums. Ich nehme heute so viel auf, dann nehme ich noch ein... Oh, als Maul, dann nehme ich noch Minecraft auf. Dann, ja, vielleicht, was weiß ich, und dann am Wochenende rendere ich. Also, Freitag rendere ich den ganzen Tag. Samstag lade ich den ganzen Tag dauerhaft hoch. Ich bin ja auch nah an meinen 200 Videos. Und ja, danke für 53 Abonnenten. Yay! Yeah. Yo! Und yo! Ich habe jetzt kein Abonnenten-Special gemacht. Ich weiß nicht wieso. Ist nichts eingefallen. Aber bei den 100 Abonnenten mache ich ein Special. Okay, wow. Wie viele Gänge hatten der jetzt eigentlich? Immer noch 9, ja. Und wie sieht er jetzt aus? Ja, das müssen wir noch umlackieren. Junge, Junge! Okay, kein Schaden. Bei beiden nicht, okay. Naja, Diesel und meine Chromfahrschichtung hier ist natürlich auch härter. Ich finde es unlogisch, dass ich, wenn ich jetzt Warnblinklicht mache, dass da kein Zeichen da unten kommt an dem Viereck da. Bei German Truck Simulator Zeit
der Chef das mit dem Pan dient. Da schreibt dann der da so eine Nachricht. Sie sollten den Pan-Dienst nicht zu oft rufen. Wollte ich schon schreiben, aber es geht leider nicht. Leck mich doch am Arsch, du Penner. Wow. Jetzt muss ich aufpassen in der Mitte. Ist immer eng. Vor allem ohne Lenkrad. Ich bin schneller. Ich bin sogar schneller mit hier eine Tonne Diesel auf dem Buckel. Das ist schon wieder diese Pfarrermusik, ey. Diese Kirchenmusik, die nervt mich jetzt langsam. Wieso gibt's da nicht eine Taste, wo ich wechseln kann? Mal gucken. Ups. Screenshot ist auf 10. Ups. Leute, das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott, habe ich gerade aufgenommen, ohne zu wissen, dass ich aufnehme? Ich habe gar nicht aufgenommen. Ich dachte, ich habe aufgenommen, aber ich habe gar nicht aufgenommen. Nein, sag mir nicht, dass das weiß. Das kann nicht sein, ich muss aufgenommen haben. Wenn nicht, dann fresse ich meinen Arsch auf. Ja, geradeaus. Nein, sag mir, dass das weiß. Wenn das nicht stimmt, oh, bei der nächsten Tank halte ich an und ich hoffe, mache nochmal eine Aufnahmepause, weil ich hoffe, ich habe aufgenommen, ne? Oh mein Gott. Okay, was soll man machen? Weiterfahren. Wäre nett. Okay, keine Karte, oder? Ja, okay, passt schon so. Das ist wie ein Navi. Ist es ja theoretisch auch, nur in älterer Form. Können wir da durchfahren? Das wäre auch geil. Habe ich mal gemacht. Aber da war es kleiner. Und enger und so. Aber mit einem Dieselanhänger sollten wir das nicht ausprobieren. Oder riskieren. So. Spaß. Wir sind schon wieder voll müde, der Spasti hier. Was? Hup doch! Ich kann auch hupen! Was man? Oh ne, der Audi A3 hier, 100, was weiß ich, PS hat der. Und ich habe hier 470 PS mit einem Scheiß-Diesel-Kack hinten dran. Und wir sind schon 2163 Kilometer gefahren. Und bei der nächsten Tanke jetzt halte ich an. Danke. Ich habe gesagt danke und der andere hat mir Platz gemacht, aber du bist ein feiges, scheiß, hässliches Arschloch, Mann. Entschuldigung, aber musste mal raus. Und jetzt sind wir in Frankreich, glaube ich. Halt Maul! Ja, wir parken erstmal hier. Oh, das war eine schlechte Idee. Egal, fahren wir weiter. Ja, danke, dass du anhältst auf der Autobahn, ja. Schön. Wir gehen lieber an die andere Tanke, weil... hab grad Scheiße gemacht. Wir gehen dann auch gleich pennen, dann können wir in der Nacht weiterfahren. Ach, schöne Berge. Mach mal gleich einen Screenshot. Das kann ich meiner Frau zeigen, wenn ich zu Hause mit der großen Reise bin, ja? Nicht mehr dabei bin. Ich meine, dabei, ja. Das sind Alligatoren oder was, sieht aus wie in Australien. Das soll Frankreich sein. Bestimmt so außerhalb Frankreichs. Naja. Was geht ab, Kollege? Dem alten Skoda.
Na, schon wieder ein Ford. Sieht aus wie ein GTA, so ein BMW, aber das ist keiner. Also ein GTA schon, aber... Nee, du kommst ja nicht durch. Ich riskiere es lieber nicht, ich will ja noch die Fracht nicht beschädigen, ne? Tanken, ich weiß. Oh nein, wir wollen doch nur tanken und kein Killer sein oder so ein Scheiß. Okay. Bis dann, Leute. Wir müssen noch nicht tanken, aber ich glaube irgendwann schon, ne? Mit der Zeit. Tanken noch nicht. Gehen dann erstmal pennen, aber erstmal machen wir einen Aufnahmeschnitt. Bevor wir pennen gehen. Hey, du Penner! Du hast den Anhänger vergessen. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Ultramaster. PL, nicht LP, ciao, ne? Und jetzt kommt diese Timon und Pumba Musik wieder. Egal, ciao.